willkommen zurück zu Let's Play GTA. Ich muss mal kurz auf die Startzeit achten, damit ich weiß, wie lange die Folge wird. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Wir wollen die nächste Mission mit unserem Freund Kenji machen. Grand Theft Auto. So heißt die nächste Mission. Also was wahrscheinlich Autos klauen. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. Okay. Das wird jetzt lustig werden. Die Autos müssen... Leck mich doch am Arsch, Alter! Wir haben noch Zeit! Ach, wir müssen... Also wir haben... bei dem meinem Glück... Gut, dann müssen wir da mal Autos holen. Jetzt sind Gott sei Dank nur, in Anführungszeichen, zwei Stück. Aber wir haben bestimmt wieder unserem Glück. Sind die Karre natürlich wieder übelst bewacht. Also der eine steht hier hinter irgendwo. 5,5 Minuten Zeit für zwei Autos voraussetzen. Wahrscheinlich nur zwei Autos. Mehr! Das sind drei, Minimum. Oh, fahr doch am besten nur 10 Millionen Kilometer. Der Wagen muss es sein. Wir haben das selbe Auto. Gas. Schon wieder viel zu viel Zeit vertrödelt für irgendwas. Die Autos sind vier. Boah, da müssen drei Autos organisieren irgendwie. Ja, das war mir schon klar. Genau das war mir klar. Da kommt einer mit einem Affenzahn schön aus der Seitengasse raus. Ja, komm, fahr doch mal in die Karre, du Idiot. Ey. Das kostet mir jetzt wieder unnötig Zeit. Für was, Alter? Alter, was will der von mir? Ich stehe hier klar. Ich hab die Scheiße, die Garage ist unten. Sag mir nicht, dass sie kann. Da ist die Garage auch. Leck mich doch am Arsch, Alter. Nummer 1. Ich muss den Zeitbonus kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Welch eine Überraschung. Fuck it, Alter. Wegen diesem Typen, Alter. Ja, wir müssen doch da. Unbedingt hier die Karre fahren. 2 Minuten hatte ich für zwei Autos oder was? Halt die Fresse. Das wird verdammt eng werden, ey. Scheiße. Ah!
meine Güte, du Idiot, ey. Komm, wir müssen doch abbiegen. Das war mir denn klar, das war mir so klar, der Wechsel, der einfach in die Mühle fährt, das ist doch zum Kotzen manchmal, ey. Oh Mann. Okay, das war ich jetzt selber. Nein, nicht wirklich, oder? Der steht jetzt nicht wirklich nur. Der steht jetzt falsch drin! Oh Mann! Ja, ich bin noch draußen. Ja, das war's. Es läuft alles schief. Es läuft alles schief. Ey, da fährt mir zweimal so ein Idiot schön in die Karre. Ja, komm, dann müssen wir ihm auch nochmal eine schön mitgeben, damit er eine richtige Zeit hat. Warte mal, liebe Leute, ey. Ah, da kann ich mich doch mal aufregen. Ich rede mich darüber auf. Natürlich klar. Komm, wir knallen ihm noch schön in die Karre. Da kommen wir noch. Da fährst du schön um die Ecke. Ne? Und da müssen wir nochmal ganz schnell Gas geben. Im Zweifel knallt ja so ein scheiß Taxi oder so in die Mühle. Ja, das nochmal. Grand Theft Auto. Teil 2. Ich meine, ich weiß ja, wie es geht jetzt. Es fehlt mir jetzt vielleicht noch eine Minute oder so. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit verballert. Da rechts ab, um auf den, einen Typen da wegzurammen. Watch the movie.
schon mal schon deutlich schneller als eben. Jetzt ist es mir jetzt nicht egal. Jetzt muss ich kurz sehen, dass ich das eine Auto kriege noch. Das war mir klar. Warte mal, warum fahre ich überhaupt in die falsche Richtung? Haltet die Fresse. Zwei Minuten 30 gleich. Das war so der Plan. Zug, Zug. Auto gehabt geliefert. Nummer 2. Das Gute ist, der Paintsplay ist quasi direkt daneben. Jetzt brauchen wir noch ein Auto. Wir haben noch 2 Minuten und 15. Das sollte eigentlich durchaus machbar sein. Na, wäre eine Überraschung, dass die scheiß Kopfhörer noch auf den Sack gehen. Oder was ist das an der Auto? Hier auf dem scheiß Parkplatz oder was? Aber das ist gut, das ist nicht weit. Dahin ist der. Das kriegen wir hin diesmal. Voraussetzung ist, passiert nichts Unvorhergesehenes. Minute Zeit und wir haben es geschafft. 25.000 für 3 Autos, sehr gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Puh, was für eine Mission. Das war ein bisschen... Assi. So, ich lasse jetzt die Alarmanlage mal aus. Jetzt hau die Kopf nämlich, komm, die Kopf nämlich nicht. Also die Kopf ist einfach weg. So, dann haben wir das auch soweit. Dann fahren wir jetzt kurz mal kurz ein Speicherchen machen. Also speichern. Sich lang und dann rechts. Frage, steht der Panzer noch da? Ja. Der steht doch hier. Nein, ich brauche das Auto nicht. Ich brauche nur einen etwas anderen mobilen Untersatz. Fahrbaren Untersatz, warum ist es richtig? So, Spiel speichern, Formantenne, alle nicht wahr. Spiel erfolgreich gespeichert. Wunderbar. So, und das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 3, liebe Leute. Dann machen wir weiter mit Kenji.